Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Ja, heute geht's mal wieder los, Alter. Also für mich geht's mal wieder los, für euch ist das ja eigentlich immer noch normal. Naja, wieder mal auf sei. Auch sei, Alter. Ey, es ist wild, es ist gerade sehr wild. Auf jeden Fall können wir gerade mal die ersten zwei Ziele machen. Ich weiß nicht, ob das zweite überhaupt geht. Naja, auf jeden Fall. Maria Moore heißt der Geist. Wir sind jetzt hier in diesem Haus. Ich habe hier übrigens einfach nur wieder eine starke Taschenlampe gekauft. Für den Rest hätte es eigentlich praktisch gar nicht mehr gereicht. Ja, deswegen gehen wir jetzt hier erstmal rein und bringen mal alles. Ich würde sagen, direkt in die Küche, oder nicht? Hier in diesem Raum, sondern direkt in die Küche. Weil meistens ist er ja sowieso hier in der Nähe. Ja toll, jetzt bin ich auch schon hier. Jetzt kann ich direkt weiter labern. Okay, das kommt jetzt erstmal alles hier hin. Ich gehe jetzt raus und bring alles rein. Wir sehen uns, wenn ich alles drin habe. 2000 Jahre später. Okay, Leute, jetzt ist alles drin. Ich nehme jetzt mal den EMF-Reader und den Fotodings. Dann können wir auf jeden Fall direkt ein Foto machen, wenn wir ihn sehen. Wir gehen jetzt mal durchs ganze Haus und wir suchen ihn mal. Vielleicht finden wir ihn ja. Also hoffentlich finden wir ihn, weil das ist ja das Ziel vom Spiel. Also summa summarum juckt es eigentlich niemanden. Wäre auf jeden Fall nice. Auf jeden Fall, ja. Suche ich jetzt mal, wenn ich irgendetwas sehe, finde, keine Ahnung was, sterbe, werde ich euch Bescheid sagen. Oh lol. Ich habe gerade Steps gehört und diese Tür hier war auch schon leicht geöffnet, als ich kam. Und hier ist auch MF3. Okay, na eigentlich schon wieder diese Oma. Oh, und kalt ist es auch schon. MF2. Lol, Alter, alles klar, Digga, es geht direkt wild los. Okay, auf jeden Fall haben wir, was haben wir denn? Gefriertemperaturen, wir haben nur das, okay. Und ein Foto natürlich. Nicht schon, das ist schon mal gut. Ich lege jetzt den Fotodings hier ab, da wir ja schon ein Foto haben. Dann gehen wir jetzt erstmal runter und suchen, was suchen wir denn? Wir holen zum Beispiel das Geisterbuch, so ja. Genau, das holen wir jetzt erstmal alles hoch. Alter, ich bin irgendwie ein bisschen nervös, ein bisschen angespannt, irgendwie ein bisschen am Stottern auch. Naja, wieder mal sagen auf jeden Fall. Bringe ich jetzt erstmal alles hoch, dann sehen wir uns oben. Okay, die Tür, warte mal, wir machen hier erstmal Licht. Warte, was habe ich denn noch mitgenommen? Genau, das Geisterbuch. Oh. Alter, schreck mich doch nicht so. Blöder Geist. Oh nee, das sollte ich ihm nicht sagen, weil sonst wird er aggressiv. Die EMF ist aber nicht 5. Es ist 4, aber nicht 5. Ich hole jetzt erstmal noch den Rest. Okay, ins Buch hat sie noch nicht geschrieben. Dann stellen wir jetzt erstmal die Kamera auf, denn hier ist safe ein Geisterorb. Also ich vermute es mal, weil wir sie ja gesehen haben. Deswegen stelle ich die Kamera immer hier so auf. Ich rede mal mit ihr. Hallo? Wo bist du? Okay, sie redet wahrscheinlich wieder nicht. Die EMF. Oh, Alter. Mein Gott, ich erschrecke mich so hart, wenn die irgendwas sagt, Junge. Oh, und sie hat ins Buch geschrieben. Okay, aber Fingerabdrücke haben wir auch noch nicht gefunden. Oh nee. Ich konnte das scheiß Licht nicht ausmachen. Was soll das denn? Oh, schnell eintragen. Was ist es denn? Es ist ein Banshee. Ich sag Banshee. So schnell wie das gegangen ist. Wir könnten jetzt hier. Banshee, Digga. Okay, aber dann hätten wir noch Fingerabdrücke suchen sollen. Das war ein Dämon. Scheiße. Aufgabe 2 zumindest. Das Foto haben wir nicht bekommen, okay. Er war auf jeden Fall wieder wild drauf. Okay, dann kaufen wir jetzt mal noch eine neue Taschenlampe. Und dann sehen wir uns im nächsten Haus. Leute, wir haben jetzt, wir sind jetzt wieder hier. Als ob es schon wieder das gleiche Haus ist. Ich wollte eigentlich ein anderes nehmen. Okay, wir können wieder nur das Ziel 1 und 4 erfüllen. Ja, wir gehen jetzt rein. Ich bringe jetzt mal wieder alles hier in die Küche. Es ist ja dann scheinbar, ja, das gleiche Haus. Okay, dann bringe ich wieder alles in die Küche. Und dann sehen wir uns, wenn ich alles drin habe. Okay, Leute, ich habe jetzt hier alles reingebracht. Die Taschenlampe leuchtet hier schon perfekt. Wir nehmen wieder den Fotodings mit und den Futter, also den Futterapparat und den EMF-Reader. Dann gehen wir jetzt hier mal durch und suchen nochmal nach irgendwelchen Anzeichen. Ah, Leute, ist übrigens auch nicht das gleiche aus, denn vorhin war hier den Stromgenerator. Jetzt ist er wahrscheinlich im Keller. Also ganz ehrlich, an die Entwickler von Phasmophobia, was habt ihr euch dabei gedacht? Ihr erstellt ein Haus, dann kopiert ihr das Ganze und macht nur den Stromgenerator anders. Sonst ist ja nichts anders, oder? Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe es einfach nicht. Seht ihr? Jetzt ist der Stromgenerator hier unten. Was auch immer das für einen Sinn macht. Naja. Auf jeden Fall war ich jetzt auch schon im ganzen Haus und ich habe nirgends irgendwas gesehen. Spezielles oder... Ausschlag gehabt. Hallo? Aber ich habe überall Türen gehört. Also die ganze Zeit. Ich lege den jetzt mal hier hin. Entweder ist jetzt hier oben oder da unten.
Auf jeden Fall, es könnte gut ein Poltergeist sein, weil er etwas rumgeschmissen hat oder nach uns geworfen hat. Okay, ich mache hier jetzt auch nochmal das Buch hin und dann versuche ich sonst noch kurz mit ihm zu sprechen. Meine, ja, wieso nicht? Hallo? Wo bist du? Okay, er scheint nicht mit uns zu reden. Er ist sowieso ein bisschen ein schüchterner Geist, würde ich fast behaupten. Können wir das hier vielleicht aufstellen? Hier drauf? War das gerade ich, der das hier aufgemacht hat? Ach scheiße, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass er das war, aber kann auch gut sein, dass ich das war. Weil ich musste diese Taste drücken, die das gemacht hätte, bewirkt hätte, keine Ahnung. Oh, da ist ein Knochen, lol. Hier habe ich gar nicht gesehen. Wo ist das Fotodings? Ach hier. Wieso sage ich dem immer Fotodings? Fotoapparat ist ja eigentlich ein ganz einfaches Wort. Was sollen wir jetzt machen? Warten? Tee trinken? Abwarten? Maybe ist aber auch hier unten, wenn er etwas runtergeschmissen hat. Ich glaube zwar eher, dass er oben ist, weil oben war auch der Knochen. Es hat sich gerade so angehört, als würde irgendwo... Warte mal, da ist doch was. Ah, das ist die Straßenlampe, lol. es hat sich auf jeden Fall gerade so angehört, als würde ein Handy so vibrieren. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir machen hier kurz Licht an, machen hier kurz das Wasser aus. Okay, also das Wasser ist noch nicht schmutzig, aber das kommt hier vielleicht noch. Wir können hier wirklich auch mal Licht machen, ey. Ah, das für hier, warte mal. Wo ist der Lichtschalter für hier? Ist der hier hinten? Ja, okay. Perfekt, dann hätten wir hier... Okay, das ist sehr dunkel hier immer noch. Aber dann hätten wir jetzt hier zumindest so ein bisschen Licht. Alter, ist das düster? Was ist denn hier los, ey? Ich mach das Buch kurz mal nach unten. Vielleicht ist hier ja auch... Hier unten halt, ja. Das Wasser ist auch immer noch sauber. Mach hier auch nochmal das Wasser raus. Okay, wir haben auch immer noch nicht ins Buch geschrieben. Hä, was ist das denn für ein Geist? Okay, ich habe gerade nochmal mit ihm gesprochen. Das hat einfach wieder gar nichts gebracht. Also er hat einfach nichts geantwortet. Wir gehen jetzt kurz in den Van und dann gucke ich mal kurz auf der Kamera vielleicht. Hä, aber guck mal, die Geistaktivität ist ja da. Wo ist der denn? Dann sind wir komplett im falschen Raum. Okay, wir gehen jetzt hier... Ach, das ist jetzt stupid, weil ich... Das Licht hat doch noch anhaben. Warte mal, wir müssen es kurz aufmachen. Praktisch ist, der Lichtschalter ist ja direkt hier bei der Tür. Da muss ich nicht so weit rein. Okay, unsere Sanity ist, naja, so geht so. Okay, von da drüben ist, ah ne, das ist die Wand hier. Okay, mal gucken, ob wir was sehen. Oder ob ich was sehe. Oh, hat das Licht ausgemacht. Ja, okay, dann gehen wir kurz in den Keller, dann machen wir das kurz wieder an. Junge, ich verstehe halt überhaupt nicht, wo das der ist. Ich gehe jetzt nochmal hoch, vielleicht ist jetzt oben irgendetwas anders. Oh ja, hier läuft das Wasser. Und es ist schmutzig, das habe ich nicht angemacht. Okay, dann ist vielleicht das hier der Raum. Aber hier drüben läuft jetzt das Wasser auch, oder? Ja, hä? Also ist er scheinbar hier im oberen Stockwerk. Aber wo genau, weiß ich jetzt nicht. Hat auf jeden Fall zweimal das Wasser angemacht. Hat auf jeden Fall gerade zweimal das Wasser schmutzig gemacht. Okay, das fotografieren wir und dann nehmen wir noch was, irgendetwas hoch. Das Geisterbuch wahrscheinlich. Okay, aber schließt auch irgendwie die ganze Zeit. Jetzt hat er das schon wieder angemacht, glaube ich ja nicht. Okay, Geisterbuch, ich mache das jetzt einfach mal hier hin. Hier ist jetzt, sagen wir mal, hier ist unser Spot hier. Dann hol ich jetzt mal noch den Rest. Ja, wahrscheinlich, ja, genau, Junge. Wie ich aber auch instant in sie reingelatscht bin, Junge. Ich bin auch so lost, ey. Ja, Digga, keine Ahnung, was das war. Es war ein Banshee, alles klar. Wir haben zumindest für den Knochenbeweis noch ein bisschen was bekommen. Alter, was? Sieht ja null Geisterereignisse. Es hat 35, wie kam ich jetzt auf 23? Keine Ahnung. 35 Interaktionen, aber null Geisterereignisse. Wir hatten gar keinen Beweis, wir hätten gar keinen finden können. Und dann hatten die einmal gehuntet, ich bin in sie reingelaufen und dann hat sie mich getötet. Halt im Geisterraum, 20 Sekunden, was? Alles klar, Digga, alles klar. Ja, okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.